Dr. Andreas Lenz hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe zahlreich anwesende Kolleginnen und Kollegen! Es freut mich, dass wir heute noch über das Gesetz zum Mieterstrom diskutieren können, obwohl ehrlicherweise es nicht an mir liegt, dass die Debatte heute noch stattfindet. Trotzdem ist natürlich der Gesetzentwurf richtig und wichtig. Mieterstrom bezeichnet die Lieferung von Strom aus einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Wohngebäudes an die entsprechenden Mieter. Die Mieter erhalten so Strom direkt vom Dach der Wohnanlage und können so von günstigen Strompreisen profitieren. Die Energiewende wird in die Städte getragen. Momentan existieren in der Praxis nur wenige Mieterstrommodelle. Mit dem Gesetz wollen wir daher einen Anreiz setzen, dass zukünftig mehr Mieterstromprojekte umgesetzt werden. Mieterstrommodelle sollen dabei in erster Linie den Mietern zugutekommen. Zudem können sie dazu beitragen, den Zubau bei der Photovoltaik zu steigern. Aktuell wird der gesetzlich verankerte Zubau von 2.500 Megawatt nicht erreicht. Außerdem ist die Mieterstromförderung deutlich niedriger als die reguläre Förderung nach EEG. Es sollen Anlagen bis zu einer Größe von 100 kW gefördert werden. Der Höchstförderbetrag wird letztlich ca. 3,81 Cent pro Kilowattstunde betragen. Große Mieterstromanlagen erhalten dabei einen geringeren Förderbetrag als die kleinen. Bei Mieterstrommodellen werden die Dachflächen für die Photovoltaik genutzt. Wir haben hier nach wie vor hohes Potenzial. Studien zufolge bietet gerade das Mieterstrommodell insgesamt für 3,8 Millionen Haushalte Zugang zu Photovoltaikstrom aus eigener Produktion auf knapp 370.000 Wohngebäuden. Und mir persönlich ist die Photovoltaik auf dem Dach immer noch lieber als auf Freiflächen, als auf landwirtschaftlich nutzbaren Flächen. Natürlich ist es wie bei jeder Förderung im Rahmen des EEGs auch hier so, dass die entsprechenden Kosten von denjenigen Stromverbrauchern getragen werden, die nicht in den Genuss der Förderung kommen. Auch deshalb deckeln wir den Zubau in Höhe von 500 Megawatt jährlich. Zudem ist es so, dass wir auch eine Evaluierung dieses Instruments vorsehen und die auch sehr genau beobachten werden. Wichtig ist uns auch, dass die Mieter die Wahlfreiheit haben. Es wurde schon mehrfach angesprochen, der Mietvertrag und der Mieterstromvertrag sind klar zu trennen. Es müssen zwei getrennte Verträge erstellt werden und es ist die Wahlfreiheit der jeweiligen Mieter genau zu beachten. Der Preis für Mieterstrom ist außerdem auf 90% des Grundversorgungstarifes begrenzt. Auch hier werden wir die Mieter schützen. Mit dem Mieterstromgesetz bringen wir am Ende dieser Legislaturperiode ein weiteres energiepolitisches Gesetzesvorhaben auf den Weg. Nach dem EEG 2014, nach dem EEG 2017, nach der Einführung von Ausschreibungen, der Reformierung des KWKG, der Sicherung der Eigenversorgung, der Implementierung von Strommarktregeln, um nur einige Punkte, die wir miteinander beraten haben, anzusprechen. Wir haben Schritte nach vorne gemacht. Wir haben die Planbarkeit erhöht. Wir haben die einzelnen Faktoren verknüpft, beispielsweise auch, was die Synchronisierung des erneuerbaren Ausbaus und des Netzausbaus, der Parallelität betrifft. Wir haben aber nach wie vor Herausforderungen, die übrigens mit weiter steigenden Anteilen an erneuerbaren Energien eher größer als kleiner werden. Es zeigt sich auch, dass einige Annahmen aus der Vergangenheit, ich erinnere nur, dass vor 7 Jahren noch jeder gesagt hat oder noch viele gerade aus Ihrer Richtung gesagt haben, die Rohölpreise werden jährlich um 2 und 3 Prozentpunkte steigen. Das ist alles so nicht eingetreten. Wir werden keine Stromerzeugung zum Nulltarif bekommen. Die Energiewende ist also mehr denn je eine Generationenaufgabe. Die Energiethemen werden uns auch in Zukunft beschäftigen, auch hier in der nächsten Legislatur. Deswegen gilt es natürlich auch gerade vernunftbezogene Ansätze, eben das Verknüpfen der Bausteine, das Koordinieren der unterschiedlichen Sektoren voranzutreiben. Meinen herzlichen Dank auch an die Berichterstatter Thomas Baras, an Johann Saathoff. Trotz zähen Ringens haben wir es immer geschafft, auch auf Lösungen zu kommen. Auch selbst zu Ende der Legislatur schaffen wir das noch. Und das ist ja hoch respektabel. Ich wünsche noch
einen schönen Abend und anschließend eine schöne und eine gute Nacht bei, wie war es vorher, irgendwie bei Sonnenschein. Und jetzt wünsche ich eben eine gute Nacht beim Mondenschein oder Kerzenschein. Ich weiß es gar nicht, ob wir heute einen Mond haben. Es ist auf jeden Fall ein gutes Gesetz, das wir einbringen, und ich bitte um Unterstützung. Dankeschön. Ich schließe diese Aussprache.